Mein Name ist Shen Sheng. Im Jahr 2001 habe ich eine Reparaturwerkstatt für Haushaltselektronikgeräte eröffnet. Am Anfang wollte ich einfach ein anständiger Mensch sein und ein ehrliches Geschäft führen. Ich wollte niemanden abzocken, weil das mein Gewissen belastet hätte. Aber nachdem ich eine Zeit lang gearbeitet hatte, reichte das Geld, das ich nach Hause brachte, gerade so aus, um die Familienausgaben zu decken, doch nicht für Ersparnisse. Manchmal war mein Monatsverdienst nicht besser als der eines normalen Angestellten und deshalb machte mir meine Frau oft Vorhaltungen. Wir verdienen unser Geld mit Reparieren. Aber wenn es ans Bezahlen geht, denkst du immer nur an die Kunden. Wenn du keinen höheren Preis von ihnen verlangst, wer wird dir dein Geld in die Tasche stecken? Hey, Cheng. Ja? Du hast doch Talent, kannst Dinge reparieren. Wenn du also zu wenig Geld verdienst, liegt es an dir. Eins sage ich dir. Die Leute da draußen haben Geld in der Tasche. Du kannst sie natürlich nicht bestehlen oder ausrauben. Aber wenn du einen Weg findest, dass sie dir freiwillig ihr Geld geben, dann nennt man das geschickt und clever. Dinge zu reparieren ist dein Talent, also solltest du dein Talent verstehen lernen und es geschickt einsetzen. Jeder braucht heutzutage ein zweites Standbein. Wir leben im Zeitalter des Geldes und Reichtum macht unabhängig. Geld löst zwar nicht alle Probleme, aber wenn du keins hast, bist du am Ende. Das stimmt. Leute ohne jegliche Fähigkeit haben es schwer im Leben. Du kannst doch was. Warum strengst du dich nicht mehr an und verdienst mehr Geld? Du bist einfach viel zu festgefahren. Charming, du musst ihm mal einen Schubs geben. Ich dachte über den Rat meiner Frau und die brillante Idee meines Schwagers nach. Sie hatten wirklich nicht ganz Unrecht. Ich konnte wirklich was, verdiente aber trotzdem nicht mehr Geld. Taugte ich vielleicht einfach nichts? Doch ich war immer noch strikt dagegen, meine Kunden abzuzocken, denn das konnte ich einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. In der Nähe meines Ladens gab es eine Elektronikwerkstatt, die von Herrn Xian betrieben wurde. Er verstand sich nicht gut auf Reparaturen und konnte nur sehr einfache Probleme beheben, doch er hat immer riesige Schilder vor seinem Laden platziert. Auf den Schildern stand: Wir reparieren Geräte aller Art. Unsere Fähigkeiten sind erstklassig. Und das machte großen Eindruck. Auf diese Art waren bereits viele Menschen von ihm getäuscht worden. Die einfachen Sachen übernahm er in seinem Laden selbst. Doch die schwierigen Jobs schickte er an andere Reparaturwerkstätten und machte dabei einen ordentlichen Profit als Vermittler. Auf diese Art machte er eine Menge Geld. Einmal aßen Herr Qian und ich in einem kleinen Restaurant spät zu Abend und er unterhielt sich mit mir darüber, wie man im Geschäft erfolgreich sein kann. Cheng, du und ich haben beide Reparaturwerkstätten, aber ich verdiene viel mehr als du. Und weißt du, woran das liegt? Nur eine Frage, für den Austausch eines defekten Hochspannungselkos. Wie viel Geld würdest du dafür verlangen? Das ist einfach zu reparieren. 20 oder 30 Yuan wären genug. 20 oder 30 Yuan? So kannst du kein Geschäft machen. Kein Wunder, dass du nicht mehr verdienst. Du bist ein guter Kerl. Also will ich ehrlich zu dir sein. Wenn ich auf dieses Problem stoße, ersetze ich gleich die gesamte Hochspannungsbaugruppe. Aber die Hochspannungsbaugruppe funktioniert doch. Ich ersetze sie trotzdem. Sie funktioniert doch. Tausch sie aus. Du kannst mehr Geld verlangen, wenn du gleich mehrere Teile austauschst. Tausche dies und das aus, dann kannst du 10 oder 100 Yuan mehr verlangen. Dieser Trick geht bei weitem über technische Fertigkeiten hinaus. Das Ganze dient nur zur Ablenkung. Die Kunden haben keine Ahnung, sie haben nicht unser Wissen. Es liegt an dir. Du musst entscheiden, ob du mehr Geld verdienen willst. Es ist ein schneller Weg, um Geld zu verdienen. Aber ist das nicht Abzocke und Betrug am Kunden? Dabei hätte ich ein so schlechtes Gewissen. Gewissen? Wie viel kriegst du für ein Pfund Gewissen? Keiner redet mehr von Gewissen. Das Gewissen. Kannst du es essen? Kannst du es ausgeben wie Geld? Du bist einfach nicht auf der Höhe unserer Zeit. Wir sind eine Cash-Gesellschaft. Geld ist alles. Absolut jeder ist darauf aus, Geld zu verdienen.
Sogar die Kommunisten glauben jetzt daran. Egal ob schwarz oder weiß, solange sie Mäuse fängt, ist es eine gute Katze. Wenn einer Geld verdient, ist er es also auch wert. Wenn du kein Geld verdienst, bringt es dich auch nicht weiter, ein guter Mensch zu sein. Kein Mensch wird sich respektieren. Ohne Geld wird alles noch schwieriger. Aber wenn du reich bist, sag nur ein Wort. Und jeder ist mehr als glücklich, dir zu helfen. Was meinst du? Habe ich nicht recht? Du hast recht. Nachdem ich die erleuchtenden Ansichten von Herrn Qian gehört hatte, begann ich intensiv darüber nachzudenken. Das ist nun mal die Art von Welt, in der wir jetzt leben. Die Leute machen alle möglichen Betrügereien, um schnell Geld zu verdienen, und keiner spricht mehr von Integrität. Was nützt es denn, als Einziger ehrlich zu bleiben? Darüber hinaus hat es mir nicht zum Vorteil gereicht, mein Geschäft ehrlich zu führen. Menschen, die in derselben Branche tätig sind wie ich, leben ein gutes Leben. Ihre gesamten Familien leben komfortabel, essen gut und tragen schöne Kleider. Es scheint, als wäre ich zu sehr in meiner persönlichen Haltung gefangen. Ich muss jetzt daran denken, wie ich mehr Geld verdienen kann, um meiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Okay, was soll's. Ich komme mal bei dir vorbei und schau dir über die Schulter. Von dem Tag an begann ich, den Erfolg zu studieren, den andere in meiner Branche erlebt hatten. Ich hatte meine Bedenken, aber wenn ich mehr Geld machen wollte, konnte ich nicht über alles nachgrübeln. Ich musste einfach in den sauren Apfel beißen und die Theorie in die Praxis umsetzen. Eines Tages kam eine Kundin, um ein Gerät reparieren zu lassen. Als sie das Teil auseinandergebaut hatte, das nicht funktionierte, öffnete ich auch einige Teile, die gut funktionierten. Ich tat dies, um die Kundin in die Irre zu führen. Sie sollte denken, dass wirklich viele Teile an dem Gerät kaputt waren, und das nutzte ich dann als Vorwand, um ihr mehr zu berechnen. Das alte Sprichwort, ein schlechtes Gewissen macht Männer zu Feiglingen, ist vollkommen richtig. Zuerst war ich nervös und mein Herz schlug bis zum Hals. Ich war besorgt, dass die Kundin mich durchschauen würde. Und ich dachte, wenn sie herausfindet, dass ich einen solchen Trick angewandt habe und ihn jetzt und hier aufdeckt, wo könnte ich dann mein Gesicht verbergen? Ich müsste mich in einem Mauseloch verkriechen. Die Kunden haben keine Ahnung. Sie haben nicht unser Wissen. Es liegt an dir. Du musst entscheiden, ob du mehr Geld verdienen willst. Doch ich zwang mich dazu, ganz cool und beherrscht zu bleiben. Nachdem ich die kaputten Teile ausgetauscht hatte, schloss ich das Gerät an die Stromversorgung an, um es zu testen. Es funktionierte. Als die Kundin mich nach dem Preis für die Reparatur fragte, dachte ich, ich kann nicht so weichherzig sein wie früher. Also verschloss ich mein Herz und berechnete ihr 50% mehr als vorher. Nachdem ich ihr den Preis genannt hatte, fragte ich mich, wird sie sich beschweren, dass ich so viel Geld verlange? Sollte sie mit mir falschen wollen, würde ich ihr all die Gründe nennen, weshalb der Preis gestiegen ist. Falls das nicht funktionieren sollte, würde ich ihr einen kleinen Rabatt geben. Doch ich hätte nie damit gerechnet, dass die Kundin gar nichts sagen und mir einfach das Geld geben würde. Erst nachdem die Kundin das Gerät mitgenommen hatte, stieß ich einen Seufzer der Erleichterung aus. Ich bemerkte, dass mein Gesicht und mein Rücken völlig verschwitzt waren. Da ich zum ersten Mal einen Kunden betrogen hatte, spürte ich ein unbeschreibliches Unbehagen. Doch als ich sah, dass ich mehr Geld verdient hatte, ging dieses Unbehagen in Freude über meinen Erfolg über. Von da an überlegte ich mir jede erdenkliche Taktik, um meine Kunden abzuzocken, um so mehr Geld von ihnen zu bekommen. Zuerst hatte ich mit Schuldgefühlen zu kämpfen, doch ich trieb mich weiter an und sagte mir, ich darf nicht zu weichherzig sein. Eine Krämerseele macht noch keinen Gentleman und ein großer Mann muss manchmal skrupellos sein. Wenn ich mehr Geld verdienen will, muss ich strategisch vorgehen. Außerdem macht das schließlich jeder. Einer mehr oder weniger macht doch auch keinen Unterschied. Im Laufe der Zeit, mit der engagierten Hilfe von anderen in meiner Branche, wurden zusammen mit meiner harten Arbeit mein Talent und meine Technik beim Geldverdienen immer raffinierter. Außerdem lernte ich, wie man Menschen liest, um meine Methoden der jeweiligen Situation besser anpassen zu können.
Abhängig von der Art des Kunden wandte ich verschiedene Techniken an. Waren sie reich, schmeichelte ich ihnen. Ich sagte, was immer nötig war, um ihre Eitelkeit zu befriedigen. So schuf ich die Grundlage, um später mehr Geld von ihnen zu verlangen. Wenn Kunden im Laden auf die Reparatur ihres Gerätes warteten, tat ich so, als sei ich mit einer besonders schwierigen Reparatur beschäftigt und dehnte so die Zeit ein wenig aus. Auf diese Art bezahlten sie oft aus eigenem Antrieb mehr. Bei den klugen Kunden musste ich mich ein bisschen mehr ins Zeug legen. Ich musste ganz spezielle Techniken anwenden, um sie zu täuschen. In den meisten Fällen versuchte ich sie dazu zu bringen, ihre Geräte im Laden zu lassen und an einem anderen Tag wieder abzuholen. Dann konnte ich einfach das kaputte Teil reparieren und das war's. Wenn sie dann zur Abholung kamen, erklärte ich ihnen, dass leider mehrere Teile kaputt gewesen seien. So verdiente ich nicht nur mehr Geld, ich war auch völlig entspannt dabei. Wie sieht es aus? Haben Sie das Problem gefunden? Wird er heute noch fertig? Mein Enkel möchte unbedingt Fernsehen. Tja, ich verstehe. Aber das Motherboard ist kaputt und die Reparatur dauert eine Weile. Holen Sie ihn doch einfach morgen. Und so betrog ich meine Kunden ganz bewusst, um mehr Geld von ihnen verlangen zu können. Doch obwohl ich mehr Geld verdiente als je zuvor und ein besseres Leben führte, war ich unglücklich. Wenn ich an all die entwürdigenden und beschämenden Dinge dachte, die ich getan hatte, fühlte ich mich einfach furchtbar. Ich fühlte mich unwohl und spürte eine innere Leere. Und manchmal dachte ich, kehr zurück zur Rechtschaffenheit. Hör endlich auf, die Menschen mit diesen beschämenden Tricks hereinzulegen. Wie lautet das Sprichwort? Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Man sollte sich wirklich nicht zu tief in Unwahrheiten verstricken, um ein böses Erwachen zu vermeiden. Aber sobald ich an all das leicht verdiente Geld dachte, warf ich all meine guten Vorsätze über Bord. Doch als ich immer tiefer und tiefer im Sündenpfuhl versank, erreichte mich Gottes Rettung. Eines Tages kam meine Schwester vorbei, um das Evangelium mit mir zu teilen. Sie erklärte mir, wie Himmel und Erde und alle Geschöpfe darin von Gott erschaffen wurden und wie auch der Mensch Teil von Gottes Schöpfung wurde. Sie erklärte, dass der Mensch zunächst ein Herz und einen Geist besaß, als Gott die Menschheit erschuf. Sie waren von normaler Menschlichkeit, besaßen Gewissen und Vernunft und sie gehorchten Gottes Wort und fürchteten ihn. Sie genossen Gottes Fürsorge und Schutz und verweilten in seinen Segnungen, doch irgendwann wurden sie vom Teufel Satan versucht und kehrten Gott den Rücken zu. Danach gehorchten die Menschen Gott nicht mehr. Sie entfremdeten sich von ihm und verleugneten ihn. Gott war nicht mehr bei ihnen und sie versanken in Finsternis. Über mehrere tausend Jahre hatte Satan die Menschheit stetig mehr verdorben. Die Menschen wurden immer schlechter und sanken immer tiefer hinab in das Böse. Es fiel ihnen immer leichter, sich an diese vom Bösen durchdrungene Gesellschaft anzupassen. Obwohl die Menschen genug Wohlstand besaßen, verschwanden nach und nach ihr Gewissen, ihre Vernunft, ihre Würde und ihre Integrität. Der Geist der Menschheit wurde immer leerer und alle Arten von Leiden entstanden. Tief in ihrem Inneren sehnen die Menschen sich nach einem guten Leben und sie hoffen darauf, sich von der Verderbtheit, dem Leiden und der Leere ihres Lebens lösen zu können, doch sie sind dazu nicht in der Lage. Sie haben keine Wahl. Sie bleiben in dieser Welt gefangen. Jahr für Jahr führen sie ein leeres Dasein. Sie verschwenden ihr Leben für nichts und wieder nichts. Nachdem ich diese Dinge mehrmals von meiner Schwester gehört hatte, fühlte ich, dass das, was sie sagte, eine Tatsache war. Sie beschrieb den Zustand, in dem sich die Menschheit befindet, ganz genau. Und ich war tief bewegt. Ich war inspiriert. Und je mehr ich zuhörte, desto größer wurde mein Interesse. Diese Dinge werden noch viel klarer werden, wenn wir Gottes Wort lesen. Der allmächtige Gott sagt, Adam und Eva, die am Anfang von Gott erschaffen wurden, waren heilige Menschen. Das heißt, solange sie sich im Garten Eden befanden, waren sie heilig, unbefleckt von Schmutz. Auch waren sie Jehova treu. Und sie wussten nichts über den Verrat an Jehova. Das liegt daran, dass sie von Satans Einfluss nicht gestört wurden. Sie waren ohne Satans Gift. Und sie waren die reinsten der gesamten Menschheit. Sie lebten im Garten Eden. Unbefleckt von jeglichem Schmutz. Vom Fleisch nicht besessen. Und in Ehrfurcht vor Jehova. Als sie später von Satan in Versuchung geführt wurden, hatten sie das Gift der Schlange und den Wunsch,
Jehova zu verraten. Und sie lebten unter dem Einfluss Satans. Seine Gedanken waren vom Bösen und Schmutz erfüllt, ohne Gutes oder Heiligkeit. Ist das nicht Satan? Satan verdirbt Menschen durch die Bildung und den Einfluss der nationalen Regierungen und der Berühmtheiten und Größen. Ihre Lügen und ihr Unsinn sind zum Leben und zur Natur des Menschen geworden. Jeder für sich und den Letzten holt der Teufel, ist ein sehr bekanntes satanisches Sprichwort, das jedem eingeflößt wurde und zum menschlichen Leben geworden ist. Es gibt einige andere Worte der Lebensweisheit, die genauso sind. Satan erzieht die Menschen durch die feine traditionelle Kultur jeder Nation und bringt die Menschen dazu, in einen weiten Abgrund der Zerstörung zu stürzen und darin verschlungen zu werden. Und am Ende werden die Menschen von Gott vernichtet, weil sie Satan dienen und sich Gott widersetzen. Schwester, das ist wirklich überaus tiefgründig. Allerdings, das habe ich wirklich bisher noch nie zuvor gehört. Sehen wir uns 2 Videolesungen von Gottes Worten an, damit wir sie besser verstehen können. Großartig. Satan verwendet diese sozialen Trends, um die Menschen schrittweise in das Nest der Teufel zu locken, sodass die Menschen in den sozialen Trends gefangen werden und unwissentlich das Geld und die materiellen Wünsche, wie auch das Schlechte und die Gewalt, verteidigen. Wenn diese Dinge erst einmal in das Herz der Menschen eingedrungen sind, zu was wird der Mensch dann? Der Mensch wird zum Teufel Satan. Wegen welcher psychologischen Neigung im Herzen des Menschen geschieht das? Was verteidigt der Mensch? Der Mensch beginnt, Schlechtigkeit und Gewalt zu lieben. Sie mögen keine Schönheit oder Güte mehr, noch weniger mögen sie Frieden. Die Menschen sind nicht gewillt, ein einfaches Leben normaler Menschlichkeit zu leben. Stattdessen wünschen sie einen hohen Status und großen Reichtum zu genießen, den Vergnügungen des Fleisches zu frönen, grenzenlos und ohne Einschränkungen, die sie zurückhalten, und scheuen keine Mühe, um ihr eigenes Fleisch zu befriedigen. Anders gesagt, sie wollen alles tun, wonach es ihnen gelüstet. Zu was wird der Mensch mehr und mehr auf diese Weise? Er wird immer bösartiger, arroganter, herablassender, selbstsüchtiger und arglistiger. Es gibt keine Zuneigung mehr zwischen den Menschen, keine Liebe mehr unter den Familienmitgliedern, kein Verständnis zwischen Verwandten und Freunden. Die menschlichen Beziehungen sind voller Betrug, voller Gewalt. Jede einzelne Person möchte Mittel der Täuschung und Gewaltmethoden anwenden, um unter ihren Mitmenschen zu leben. Sie lügen, betrügen und werden gewalttätig, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie erlangen ihre Positionen und erzielen ihre eigenen Profite, indem sie Gewalt anwenden. Und durch die Anwendung der Wege der Gewalt und des Übels tun sie alles, was sie wollen. Ist diese Menschlichkeit nicht erschreckend? Der Mensch ging mit Gott durch die Zeitalter. Doch der Mensch weiß nicht, dass Gott über das Schicksal aller Dinge und Lebewesen herrscht oder wie Gott alle Dinge orchestriert und lenkt. Dies ist etwas, das den Menschen seit jeher bis zum heutigen Tag entgangen ist. Was den Grund betrifft, so liegt es nicht daran, dass die Wege Gottes zu schwer fassbar sind oder dass der Plan Gottes noch zu verwirklichen ist, sondern daran, dass das Herz und der Geist des Menschen zu weit von Gott entfernt sind. Deshalb bleibt der Mensch, auch wenn er Gott folgt, unwissentlich im Dienste Satans. Keiner sucht aktiv nach den Fußstapfen oder der Erscheinung Gottes,
und keiner will in der Fürsorge und Obhut Gottes leben. Vielmehr sind sie dazu bereit, auf die Zerstörung durch Satan und des Bösen zu bauen, um sich dieser Welt und den Lebensregeln anzupassen, denen die böse Menschheit folgt. An dieser Stelle werden das Herz und der Geist des Menschen Satan geopfert und werden zu dessen Nahrung. Darüber hinaus werden das menschliche Herz und der menschliche Geist zu einem Ort, in dem Satan wohnen kann, und zu einem passenden Spielplatz für ihn. Auf diese Weise verliert der Mensch unwissentlich sein Verständnis für die Prinzipien des Menschseins und für die Werte und den Zweck der menschlichen Existenz. Gottes Gesetze und der Bund zwischen Gott und Mensch schwinden allmählich im Herzen des Menschen, bis der Mensch Gott letztendlich nicht länger sucht oder ihm nicht länger Beachtung schenkt. Mit der Zeit versteht der Mensch nicht mehr, warum Gott den Menschen erschuf, noch versteht er die Worte, die aus dem Munde Gottes kommen, oder erkennt er all das, was von Gott ist. Der Mensch beginnt, sich den Gesetzen und Anordnungen Gottes zu widersetzen. Das Herz und der Geist des Menschen stumpfen ab. Gott verliert den Menschen seiner ursprünglichen Schöpfung und der Mensch verliert die Wurzel seines Anfangs. Das ist das Kümmernis dieser Menschheit. Zhenqing, Chaoqing. Ja? Wisst ihr nun etwas mehr darüber, wie Satan die Menschheit verdorben hat, nachdem ihr das Wort des allmächtigen Gottes gehört habt? Habt ihr jetzt eine Idee davon, weshalb die Welt so böse und dunkel ist? Wir verstehen es allmählich. So ungefähr. Seit Tausenden von Jahren benutzt Satan den Atheismus, die Evolutionstheorie, den Materialismus und andere böse Lehren, um die Menschheit zu vergiften. Es macht sie blind in ihrem Glauben und lässt sie Teufel verehren. Und sie wenden die Irrtümer und Lügen dieser Teufel auf ihr Leben an. Irrtümer und Lügen? Denk doch mal an solche Sprüche wie: Es gibt keinen Erretter. Es gibt keinen Gott. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Jeder für sich und den Letzten holt der Teufel. Wer Geld hat, kann alles machen, was er will. Ein Mensch wird alles tun, um reich zu werden. Eine Krämerseele macht noch keinen Gentleman und ein großer Mann muss manchmal skrupellos sein. Nachdem die Menschen diese Irrtümer und Lügen kennengelernt hatten, fingen sie an, Gottes Herrschaft zu leugnen. Und sie glaubten, dass es keinen Gott gibt. Die Menschheit wurde schrecklich egoistisch, selbstsüchtig, gesetzlos, gierig, unehrlich und betrügerisch. Sie verehrten den Altar des Geldes und der Macht. Und sie begannen allem und jedem zu folgen, wenn Geld ins Spiel kam. Die Menschen wurden zu Sklaven des Geldes. Sie betrogen sich gegenseitig und kämpften miteinander um Geld, Ruhm und Status. Sie taten alles, um ihre Ziele zu erreichen und schreckten dabei auch vor allem möglichen Bösen nicht zurück. Mütter, Väter, Söhne und Töchter, sogar Eheleute betrogen und hintergingen sich gegenseitig. Sie lebten nach ihrer verdorbenen satanischen Gesinnung. Niemand sprach von Gewissen oder Vernunft. Niemand redete davon, ehrlich zu sein. Die Gesellschaft geriet täglich in tieferen Verfall, ebenso wie die Moral. Und die Menschen verhielten sich boshaft. Meint ihr, dass wenn wir in einer so dunklen Welt leben, wir wahrhaftig glückselig sein können? Können wir glücklich sein? Nein. Die Menschheit hat sich von Gott abgewandt und kann nicht glücklich sein. Die Menschheit wird allein von Satan betrogen und verdorben. Das ist die Quelle des Leidens, die wir in unserem Leben erfahren. Das ist wahr. Doch nun ist Gott gekommen, um sein Werk der Erlösung zu verrichten, und er drückt alle Wahrheiten aus, die die Menschheit reinigen und retten sollen. Wenn wir Gottes Werk annehmen und sein Wort jeden Tag lesen, können wir die Wahrheit verstehen. Wir werden Satans Tricks ein für alle Mal durchschauen, und er kann uns nicht mehr täuschen. Wenn wir nach Gottes Worten leben, können wir dem Leid entkommen, das Satan gebracht hat, und den wahren Lebensweg gehen. Gottes Lob und Segen zu erlangen, ist der einzige Weg zu einem wirklich glücklichen Leben.
Diese Art von Leben klingt viel entspannter und glücklicher. Ja. Schwester, das Wort des allmächtigen Gottes zu hören, was du gerade gesagt hast... Bitte. ...hat mich wirklich tief bewegt. In den letzten Jahren habe ich zwar mehr Geld mit meinem Geschäft verdient und... Ja. ...materiell geht es uns besser als jemals zuvor. Doch in meinem Herzen habe ich mich immer leerer und schmerzerfüllter gefühlt. Das lag daran, dass ich nicht an Gott glaubte und mich auf Satans Regeln fürs Leben verließ. Wenn ich daran zurückdenke, als ich meinen Laden eröffnete, ich hatte ein Minimum an Anstand und mein Gewissen leitete mich. Doch mit der Zeit sickerten allmählich die Einflüsse der Gesellschaft ein. Nach einiger Zeit hatte ich das Gefühl, ein gutes Gewissen könne mir kein Geld bringen, geschweige denn mich reich machen. Ich glaubte an Regeln wie jeder für sich und den letzten holt der Teufel. Ein Mann ohne ein zweites Einkommen wird niemals reich werden und eine Krämerseele macht noch keinen Gentleman und ein großer Mann muss manchmal skrupellos sein. Auf diese Art büßte ich nach und nach mein Gewissen ein. Und ich schob meine Prinzipien einfach beiseite. Keine Frage, ich habe damit Geld verdient. Aber wenn ich an all die gemeinen und beschämenden Dinge denke, die ich getan habe, wird mir ganz schlecht. Schwester, das ist wirklich anstrengend. Ab heute verstehe ich, dass es Satan war, der mir Schaden zugefügt hat. Ja. Gäbe es nicht das Wort des allmächtigen Gottes, das die Wurzel der Verdorbenheit und Degeneration der Menschheit enthüllt, hätte ich niemals die Wahrheit über meine Verdorbenheit durch Satan erfahren. Das stimmt. Lasst uns noch ein paar Passagen von Gottes Wort lesen, dann wird uns einiges noch klarer werden. In jenen Tagen las ich viele der Worte des allmächtigen Gottes und nahm oft an Treffen teil, um mich über die Wahrheit auszutauschen. Dies gab mir ein Verständnis für das Werk des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen. Und ich erkannte, dass dieses Werk auf dem Erlösungswerk des Herrn Jesus aufbaute und es eine höhere Stufe seines Werks war. Im Zeitalter der Gnade vollbrachte der Herr Jesus das Erlösungswerk, das darauf beschränkt war, den Menschen ihre Sünden zu vergeben. Es umfasste nicht die gründliche Reinigung und die Erlösung der Menschheit der letzten Tage. Der allmächtige Gott ist gekommen, um alle Wahrheiten hervorzubringen, die die Menschheit reinigen und retten werden. Er hat die Wahrheit über die Verdorbenheit der Menschheit und die Substanz ihrer Natur offenbart. Und er wird die verdorbene Gesinnung der Menschheit verändern und reinigen. Am Ende wird er die Menschheit vollständig von Satans Herrschaft retten, sodass die Menschheit von Gott gewonnen wird und Zugang zu seinem Königreich hat. Als ich diese Wahrheiten verstand, schwor ich, ich muss dem allmächtigen Gott richtig folgen und der Wahrheit nachgehen und ich muss versuchen, meine Gesinnung zu ändern und wie ein echter Mensch zu leben, um Gott zufriedenzustellen. Der allmächtige Gott sagt, ihr solltet wissen, dass Gott einen ehrlichen Menschen mag. Gott besitzt die Wesenheit der Treue, weshalb man sich immer auf sein Wort verlassen kann. Darüber hinaus sind seine Handlungen tadellos und unstrittig. Aus diesem Grund liebt Gott diejenigen, die vollkommen ehrlich mit ihm sind. Ehrlichkeit bedeutet, dass ihr Gott euer Herz gebt, nie ein falsches Spiel mit ihm spielt, in allen Dingen offen mit ihm seid, nie die Wahrheit versteckt, nie das tut, was jene über euch täuscht und jene unter euch irreführt und nie etwas tut, nur um euch bei Gott einzuschmeicheln. Kurzum bedeutet, ehrlich zu sein, dass ihr euch in euren Handlungen und Worten von Unreinheiten fernhaltet und weder Gott noch Mensch täuscht. Sich wie ein normaler Mensch zu benehmen, heißt, mit Stimmigkeit zu reden. Ja bedeutet ja, nein bedeutet nein. Halte dich an die Fakten und sprich in geeigneter Weise. Betrüge nicht und lüge nicht. Zhenjiang, bitte lies weiter. Ja, okay. Mein Königreich braucht diejenigen, die ehrlich sind, nicht heuchlerisch und nicht verführerisch. Sind nicht die aufrichtigen und ehrlichen Menschen in der Welt unbeliebt? Ich bin das vollständige Gegenteil davon.
Es ist annehmbar, für die ehrlichen Menschen zu mir zu kommen. Ich habe Freude an solch einem Menschen. Diese Art Mensch brauche ich auch. Das genau ist meine Gerechtigkeit. Die hinterlistigen Menschen, die vor Gott auf eine Weise handeln, aber hinter seinem Rücken das Gegenteil machen, sind nicht bereit, vollendet zu werden. Dies sind alles Söhne der Verdammnis und Zerstörung. Sie gehören nicht zu Gott, sondern zum Teufel. Dies ist nicht die Sorte Mensch, die Gott auserwählt hat. Ich lese die nächste Passage. Ja. Was jedermanns Schicksal sein wird, hängt davon ab, ob der Mensch ein ehrliches und blutrotes Herz hat und ob er eine reine Seele hat. Wenn du jemand bist, der ausgesprochen unehrlich ist, mit einem Herzen aus Bosheit und mit einer unreinen Seele, dann ist die Aufzeichnung deines Schicksals mit Sicherheit an dem Ort, an dem der Mensch bestraft wird. Wenn du behauptest, sehr ehrlich zu sein, aber es nie schaffst, in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu handeln oder ein Wort der Wahrheit zu sprechen, erwartest du dann immer noch, dass Gott dich belohnt? Hoffst du dann immer noch darauf, dass Gott dich als seinen Augapfel betrachtet? Ist so ein Denken nicht lächerlich? Du betrügst Gott in allen Dingen. Wie kann also das Haus Gottes jemanden wie dich, der keine reinen Hände hat, beherbergen? Warum will Gott, dass wir ehrliche Menschen sind? Zhencheng, Xiaojing? Ja? Wisst ihr warum? Wie wär's, wenn du es uns erzählst? Ja. Gottes Worte zu diesem Thema sind sehr klar. Ich werde sie laut vorlesen. Hier. Gott besitzt die Wesenheit der Treue, weshalb man sich immer auf sein Wort verlassen kann. Darüber hinaus sind seine Handlungen tadellos und absolut unstrittig. Aus diesem Grund liebt Gott diejenigen, die vollkommen ehrlich mit ihm sind. Gott besitzt eine treue Substanz. Deshalb mag Gott ehrliche Menschen und hasst Betrüger. Mhm. Wir können aus Gottes Wort und seinem Werk erkennen, dass Gottes Worte zutiefst innig und ehrlich sind. Absolut alles, was Gott tut, ist überaus real. Seine Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit ist frei von falscher Vorspiegelung oder Täuschung. Gottes Lebenssubstanz ist das, was er hat und ist. Deshalb verlangt Gott, dass wir ehrliche Menschen sind, ehrliche Dinge sagen und in unseren Taten offen sind. Er fordert auch, dass wir als Bild der Wahrheit leben. Das ist die Liebe und Rettung, die Gott uns gewährt. Ja. Ich denke an die Worte des Herrn Jesus. Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wie die Kinder? Das bezieht sich auf die Reinheit und Ehrlichkeit von Kindern. Ja. Aus der Offenbarung des Johannes. Der Verzagten aber und Ungläubigen und aller Lügner. Deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der andere Tod. Der allmächtige Gott sagt auch, denn ich kann meine Feinde und die Menschen, die nach dem Bösen, nach dem Vorbild Satans stinken, nicht in mein Königreich, in das nächste Zeitalter bringen. Zhencheng, Xiaojing? Ja? Versteht ihr, was Gott hier sagt? Seine Botschaft lautet, es ist sehr wichtig, dass wir ehrliche Menschen sind. Es hat eine direkte Verbindung zu unserem endgültigen Zuhause und unserem Ende. Gott ist heilig und gerecht und er möchte ehrliche Menschen gewinnen. Menschen, die oft lügen und betrügen, die eine satanische Disposition haben und Gott von Natur aus widerstehen, werden Ziel der Beseitigung sein. Gott wird absolut nicht zulassen, dass unehrliche oder ungerechte Menschen ins Himmelreich kommen. Deshalb, um Erlösung und Eintritt ins Himmelreich zu erlangen, müssen wir Gottes Gericht seiner Worte annehmen und die Wahrheit verfolgen. Wir müssen unsere verdorbene satanische Disposition ablegen und von Gott geläutert werden, um ehrliche Menschen zu werden. Dies ist der einzige Weg zur Erlösung. Richtig. Die Worte des allmächtigen Gottes haben deutlich die Bedeutung von Ehrlichkeit erklärt und uns aufgezeigt, wie man ehrlich ist. Wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, ich führte mich selbst und ich lebte auf der Grundlage satanischer Philosophien. Ich habe gelogen und getäuscht, ohne es zu wissen. Ich wusste im Grunde nicht, wie ich ein echter Mensch sein konnte. Ich lebte nur für meinen guten Ruf und meine Eitelkeit. Ich habe immer und in jedem Fall meine eigenen Interessen an erste Stelle gesetzt. In Bezug auf andere dachte ich stets, wenn es mir nichts nützt, ist es die Mühe nicht wert. Oft habe ich betrogen und gelogen,
nur um die Bedürfnisse des Fleisches zu befriedigen. Auch wenn ich sprach, legte ich meine Absicht und meinen Zweck hinein. Oberflächlich betrachtet klang alles sehr nett, aber tief in meinem Inneren war ich vorsichtig und berechnend. Wir sollten wirklich darüber nachdenken, wieso all unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sich so gestalten, als ob wir eine Maske trügen und niemand weiß, was der andere denkt. Sogar enge Verwandte nutzen einander aus und betrügen sich gegenseitig, nach Strich und Faden. Niemand ist wirklich vertrauenswürdig. Ja, so ist es wirklich. Es ist so, wie es in der Bibel steht. Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Was sagt ihr zu dieser Art von Leben? Heißt das etwa, ein Mensch zu sein? Nein, das heißt es wirklich nicht. Das ist wahr. Die Bibel sagt auch, dass der Teufel immer lügt und dass Lügen immer des Teufels sind. Wenn wir also erleben, dass jemand oft lügt, wenn es nicht der Teufel ist, wer oder was dann? Ich schaue oft auf diese Dinge zurück und frage mich, warum können wir Menschen nur so viel lügen und betrügen? Stimmt. Warum ist das so? Weil Lügen nun mal in der menschlichen Natur liegt. Wir können unsere Lügen nicht kontrollieren, selbst wenn wir es wollten. Diese satanische Natur des Lügens ist tief in unser Wesen eingebettet. Selbst wenn jemand sein Bestes gäbe, um nicht zu lügen, würde er dennoch scheitern. Wir sind also machtlos. Ja. Wie also lösen wir dieses Problem des Lügens, um ehrliche Menschen zu werden? In dieser Frage hat uns Gottes Wort bereits den Weg gezeigt. Nur indem wir Gottes Urteil und Züchtigung akzeptieren, kann die listige und lügende Natur des Menschen gründlich gereinigt werden. Es ist der einzige Weg, das Problem der Menschheit mit Betrug und Lügen zu lösen. Nur wenn wir Gottes Urteil und Züchtigung derart erfahren, können aus uns ehrliche Menschen werden. Es ist sehr klar in unseren Herzen, dass nur ein ehrlicher Mensch ein echter Mensch ist. Ein ehrlicher Mensch zu sein, ist der einzige Weg, Gottes Absichten zu erfüllen und seine Segnung zu empfangen. Gott will, dass wir ehrliche Menschen sind. Aber entscheidend ist, wir müssen unser Herz Gott übergeben. Wir müssen für Gott und für die Wahrheit leben. Wir sollten in unserem wirklichen Leben mit Ehrlichkeit sprechen und handeln und in unseren Taten gerade heraus sein. Dieser Weg ist der einzige, um glücklich zu sein, in Frieden zu leben und ein aufrichtiger Mensch zu sein. Es ist der einzige Weg, einen guten Charakter zu haben und Gottes Lob zu empfangen. Wenn wir Gottes Urteil und Züchtigung erfahren haben, erleben wir definitiv eine Veränderung. Wir fangen an, wie eine ehrliche Person zu sein. Dies ist die Wirkung, die wir durch Gottes Werk erfahren. Amen. Ich bin so dankbar, dass der allmächtige Gott uns auf den rechten Weg des Lebens geführt hat. Wir können jetzt klar sehen, dass man erst ein ehrlicher Mensch sein muss, um wirklich ein Mensch zu sein. Indem ich Gottes Worte las und dem Austausch in der Gemeinschaft zuhörte, erkannte ich die tiefe Bedeutsamkeit darin, ein ehrlicher Mensch zu sein. Nur ein ehrlicher Mensch kann ein echter Mensch sein. In den folgenden Tagen sah ich die Brüder und Schwestern der Gemeinde sich mit offenen Herzen austauschen, als sie ihre eigenen Verhältnisse erörterten. Sie offenbarten all die unredlichen Dinge, an denen sie beteiligt waren, die Lügen, die sie erzählt hatten, und die Taten, die gegen Gott gerichtet waren und die ihn betrogen. Sie erzählten auch, wie Gottes Gericht und Disziplin aussehen können. Wenn ein Bruder oder eine Schwester etwas getan hatte, das jemanden verletzte, boten die anderen Austausch auf der Grundlage von Gottes Wort, um ihnen zu helfen, die Ursache des Problems zu verstehen, die Absicht Gottes zu erkennen und die richtigen Prinzipien und Herangehensweisen zu finden. Ich spürte, dass ein solches Leben echte Freiheit bedeutet. Es gab keine Geheimnisse oder Lügen mehr zwischen Menschen. Man musste sich nicht so vor Leuten in Acht nehmen oder sich Sorgen machen, dass sie sich gegen dich verschworen hätten. In der Gemeinde erhält man mehr Anerkennung von den anderen Brüdern und Schwestern und wird umso mehr in wichtige Positionen befördert, je ehrlicher man ist. Wenn jemand hinterlistig war, ein Betrüger, und auch nach langer Zeit kein Bedauern ausdrückte, und wenn er zudem das kirchliche Leben störte, wurde er von Gottes auserwähltem Volk verlassen und aus der Kirche ausgeschlossen. Das ist das genaue Gegenteil des wahren Lebens in der Welt. Leute, die ehrlich und aufrichtig in der Welt da draußen sind, sind dort nicht gerade besonders beliebt. Stattdessen wird derjenige, der am schlauesten und hinterlistigsten ist, im Leben vorankommen. Je schlauer und hinterhältiger Leute sind, desto mehr Geld verdienen sie und desto mehr Macht haben sie. Doch in Gottes Haus ist das Gegenteil der Fall. In Gottes Haus verkörpert Christus die Autorität zusammen mit Gerechtigkeit und Wahrheit.
Nur ehrliche Menschen können Gottes Zustimmung und seine Erlösung erlangen und von Gott in sein Himmelreich geführt werden. Jetzt weiß ich, dass Gott ehrliche Menschen mag. Ich sollte ihm mein Herz übergeben und mich Gottes Prüfung stellen. Ich würde die Menschen nicht anlügen und ich würde Gott nicht täuschen. Ich wäre ein ehrlicher Mensch auf der Grundlage von Gottes Geboten. Das ist der einzige Weg, um Gottes Lob zu erhalten. Ehrlichkeit bedeutet, dass ihr Gott euer Herz gebt. Nie ein falsches Spiel mit ihm spielt, in allen Dingen offen mit ihm seid, nie die Wahrheit versteckt, nie das tut, was jene über euch täuscht und jene unter euch irreführt und nie etwas tut, nur um euch bei Gott einzuschmeicheln. Kurzum bedeutet, ehrlich zu sein, dass ihr euch in euren Handlungen und Worten von Unreinheiten fernhaltet und weder Gott noch Mensch täuscht. Gottes Wort ist in der Tat die Wahrheit und die Menschen sollten es in die Praxis umsetzen. Wenn ich jedoch als ehrlicher Mensch Geschäfte mache, werde ich ziemlich viel Geld verlieren. Aber wenn ich weiterhin alle Tricks anwende, die ich benutzt habe, um Kunden zu betrügen, widerspricht das Gottes Absichten. Also was soll ich tun? Sollte ich irgendwie einen Kompromiss eingehen? Wenn ich in meinem Privatleben mit Menschen umgehe, bin ich ein ehrlicher Mensch. Doch im Geschäftsleben handle ich immer noch so wie zuvor. Eines Tages kam ein Mann mit einem Farbfernseher in den Laden und sagte, das Bild sei zu schwach. Ich überprüfte das Gerät und sah, dass die Farbbildröhre alt war und ersetzt werden musste. Doch das sagte ich ihm nicht. Stattdessen habe ich einfach die Spannung am Draht in die Farbbildröhre erhöht. So würde er für eine Weile gut funktionieren und ich könnte die Röhre später austauschen, wenn Probleme auftraten. So konnte ich 30 Yuan zusätzlich an Reparaturkosten verdienen. 2 Wochen später hatte der Fernseher tatsächlich Probleme. Der Mann sagte, ich hätte ihn nicht richtig repariert und brachte ihn mir zurück, damit ich ihn wieder in Ordnung brachte. Ich sagte ihm, dass die Bildröhre alt sei und dass sie ausgetauscht werden müsse. Doch ich hätte nie gedacht, dass der Mann meinen Trick durchschauen würde. Er bezahlte mich, nachdem ich die Bildröhre ersetzt hatte, aber er zog 30 Yuan ab. Er tadelte mich und sagte, hey Kumpel, du solltest ehrlich bleiben, sei bloß nicht gierig. Ich erkannte, dass mein kleiner Trick entlarvt war und schämte mich ein bisschen. Doch ich dachte nicht weiter darüber nach und setzte mein Leben einfach fort. Eine Weile danach kam eine Dame mit einer kaputten Mikrowelle herein. Nachdem ich sie mir angesehen hatte, sah ich, dass nur ein kleines Teil kaputt war. Zuerst dachte ich daran, sie einfach zu reparieren und einen angemessenen Betrag für die Reparatur zu verlangen. Doch dann dachte ich daran, wie gut ihre Familie finanziell dastand. Es wäre kein großes Ding, wenn ich ein bisschen mehr Geld verlangen würde. Warum also eine Gelegenheit vergeuden? Aber ich hätte nie erwartet, dass der Trick innerhalb weniger Tage auffliegen würde. Hallo, gnädige Frau. Wollen Sie bei dem Wetter noch in den Park? Sie an der Herr Sen. Sie haben für die Reparatur der Mikrowelle ein ganz schönes Sümmchen kassiert. Sie sollten auf Ihr Gewissen hören. Der Himmel sieht alles, was der Mensch tut. Oma, lass uns gehen. Ist ja gut, wir gehen jetzt. Nachdem ich Ihre Kritik gehört hatte, war ich wirklich angewidert von mir selbst. Und ich dachte an den Mann von neulich, der mich ebenfalls getadelt hatte. In meinem Herzen spürte ich deutlich, dass Gottes Gericht und Züchtigung über mich kam. Zu jener Zeit hatte ich nicht die volle Wirkung gespürt. Danach las ich Gottes Wort. Egal, was du tust, egal wie groß die Angelegenheit ist und unabhängig davon, ob du deine Pflicht in Gottes Familie erfüllst oder ob es deine private Angelegenheit ist, du musst erwägen, ob diese Angelegenheit mit Gottes Willen übereinstimmt. Ob diese Angelegenheit etwas ist, das eine Person mit Menschlichkeit tun sollte. Oder ob das, was du tust, Gott glücklich machen würde oder nicht. Du musst über diese Dinge nachdenken. Wenn du das tust, bist du ein Mensch, der die Wahrheit sucht und ein Mensch, der wahrhaftig an Gott glaubt. Wenn du aufrichtig jede Angelegenheit und jede Wahrheit auf diese Weise behandelst, wirst du imstande sein, deine Disposition umzuwandeln.
Manche Menschen denken, dass sie etwas Persönliches tun. Daher ignorieren sie die Wahrheit und denken, das ist eine private Angelegenheit und ich werde es so machen, wie ich es will. Sie tun es auf jede Art, die sie glücklich macht und auf jede Weise, die von Vorteil für sie ist. Sie ziehen nicht im geringsten in Erwägung, wie es sich auf Gottes Familie auswirkt. Und sie bedenken nicht, ob es in Übereinstimmung mit der Ordnung der Heiligen ist oder nicht. Schließlich, wenn sie die Angelegenheit beendet haben, sind sie in ihrem Inneren finster und fühlen sich unwohl. Sie fühlen sich unwohl, aber sie wissen nicht, wie es geschah. Ist dies nicht eine angemessene Vergeltung? Wenn ihr Dinge tut, die Gott nicht billigt, dann habt ihr Gott beleidigt. Wenn Menschen keinen Gefallen an der Wahrheit finden und oft Dinge nach ihrem eigenen Willen tun, dann werden sie Gott oft beleidigen. Diese Art Mensch wird gewöhnlich nicht von Gott in dem, was er tut, anerkannt. Und wenn er nicht umkehrt, wird er nicht fernab von der Bestrafung sein. Wenn Menschen keinen Gefallen an der Wahrheit finden und oft Dinge nach ihrem eigenen Willen tun, dann werden sie Gott oft beleidigen. Wann immer du etwas tust, musst du prüfen, ob deine Beweggründe richtig sind. Wenn du fähig bist, nach den Anforderungen Gottes zu handeln, dann ist deine Beziehung zu Gott normal. Dies ist das minimale Kriterium. Wenn du bei der Prüfung deiner Beweggründe solche feststellst, die falsch sind, und wenn du in der Lage bist, dich von diesen abzuwenden und gemäß der Worte Gottes zu handeln, dann wirst du zu jemandem, der vor Gott richtig ist, was zeigt, dass dein Verhältnis zu Gott normal ist und dass alles, was du tust, Gott dient und nicht für dich selbst ist. Wann immer du etwas tust oder sagst, musst du dein Herz richtigstellen, musst du gerecht sein und musst dich nicht von deinen Gefühlen leiten lassen oder nach deinem eigenen Willen handeln. Das sind die Prinzipien, nach denen Gottesgläubige sich verhalten. Nachdem ich Gottes Wort gelesen hatte, fühlte ich wirklich, dass Gottes Geist mich prüfte. Alles, was ich gedacht und worüber ich nachgedacht hatte, Dinge, die ich nie mit anderen geteilt hatte, wurden durch Gottes Wort sehr ausführlich offenbart. Er ist ein wahrer und lebendiger Gott. Und jetzt verstand ich aus Gottes Worten, dass Gott uns bittet, ihm unser Herz zu schenken und gewissenhaft im Umgang mit der Wahrheit zu sein. Ob in Gottes Haus oder in unseren privaten Angelegenheiten, beide Fälle sollten in Übereinstimmung mit den Geboten Gottes behandelt werden. Dabei können wir unsere falschen Absichten hinter uns lassen und die Wahrheit richtig in die Praxis umsetzen. Dies war der Weg, Gottes Absichten zu begegnen. Doch ich war voller innerer Widersprüche und wandte die Wahrheit im wahren Leben überaus willkürlich an. Doch als ich sah, wie Ehrlichkeit in der Gemeinde Gott und die Brüder und Schwestern erfreute, wollte ich auch so handeln. In Bezug auf mein Geschäft dachte ich, dass Ehrlichkeit bedeuten würde, dass ich weniger Geld verdienen würde, dass meine Profite davon negativ berührt würden, und dazu war ich nicht bereit. Ich dachte stets an mich selbst und daran, was meinen Interessen schaden könnte. Und so schob ich die Wahrheit, die Absichten und die Anforderungen Gottes zur Seite. Ich folgte meinem eigenen Willen und tat allein das, was ich wollte. Konnte ich überhaupt als gläubig betrachtet werden? Inwiefern unterschied ich mich überhaupt von einem Ungläubigen? Gott ist heilig und gerecht. Um mich zu reinigen und zu verändern, hat Gott die Kunden benutzt, die mich kritisierten und entlarvten. Dies erlaubte mir, mich gründlich selbst zu überprüfen und meine betrügerische Natur zu verstehen. Ich sah, dass alles, was ich getan hatte, Gottes Prüfung nicht standhalten würde. Alles, was ich getan hatte, war, Gott zu täuschen und Menschen zu betrügen, und all diese Dinge wurden von Gott verachtet. Gott hatte dies so eingerichtet, um mir eine Lehre zu erteilen und mich zu disziplinieren. Er hatte mich dazu gebracht, die verdorbene Natur in mir selbst zu begreifen und auch ihn zu verstehen. Dies war der geeignetste Weg für Gott, um mich zu retten. O allmächtiger Gott, obwohl ich an dich glaube, ist in meinem Herzen kein Platz für dich. Und ich praktiziere deine Worte nicht. Ich lebe immer noch auf der Grundlage von Satans Regeln. O Gott, ich möchte dir gegenüber bereuen. Von jetzt an möchte ich mich wirklich bemühen, ein ehrlicher Mensch zu sein.
Egal, was passiert, ich bin bereit, deine Worte in die Praxis umzusetzen. Oh Gott, bitte prüfe und führe mich. Eines Nachmittags brachten ein paar junge Leute einen Monitor vorbei, der repariert werden musste. Während ich meine Reparaturen machte, hörte ich sie vor dem Laden flüstern. Wenn ich gewusst hätte, dass dieser Laden nichts taugt, hätte ich ihn nicht dorthin gebracht. Ja. Die haben da 2 Tage meiner Zeit verschwendet. Das ist richtig, aber ich glaube, der Typ kriegt den Monitor wieder hin. Ganz sicher. Als ich sie so reden hörte, dachte ich mir, andere Techniker würden die Jungs in dieser Situation knallhart übers Ohr hauen. Nach meiner Reparatur wäre es kein Problem, 20 oder 30 Yuan mehr von ihnen zu bekommen. Es wäre doch eine Schande, so leicht verdientes Geld nicht einfach mitzunehmen. Ich könnte doch einfach beim nächsten Mal ein ehrlicher Mensch sein. Und wenn ich diesmal die Wahrheit nicht in die Praxis umsetze, würde das Gott nicht wirklich stören. Doch dann dachte ich an das Gelübde, das ich vor Gott abgelegt hatte, und erinnerte mich an Gottes Worte. Wenn Menschen keinen Gefallen an der Wahrheit finden und oft Dinge nach ihrem eigenen Willen tun, dann werden sie Gott oft beleidigen. Diese Art Mensch wird gewöhnlich nicht von Gott in dem, was er tut, anerkannt. Und wenn er nicht umkehrt, wird er nicht fernab von der Bestrafung sein. Ich spürte, dass dies Gottes Warnung an mich war. Wenn ich absichtlich wieder das Falsche tun und mich weiter weigern würde, die Wahrheit umzusetzen, wenn ich nicht aufhörte zu lügen und zu betrügen, dann würde ich von Gott verstoßen und beseitigt werden. Unter der Führung durch Gottes Wort hatte ich gelobt, eine ehrliche Person zu sein. Ich konnte nicht wieder als Zeuge versagen, indem ich Schande über Gott brachte und ihn beleidigte. Nachdem ich den Monitor repariert hatte, berechnete ich ihnen den normalen Preis von 30 Yuan. Als ich das glückliche Lächeln auf den Gesichtern der Kunden sah, spürte ich einen unglaublichen inneren Frieden. Ich spürte, dass diese Aufrichtigkeit die einzige Art war, als echter Mensch zu leben. Es war das erste Mal, dass ich das Glück verspürte, das man nur dann fühlt, wenn man ein ehrlicher Mensch ist. In den folgenden Tagen blieb ich ehrlich. Ich hätte nicht erwartet, dass ich davon überraschend profitieren würde. Hier, junger Mann, Sie sind doch sicher durstig. Ja, danke. Könnten Sie es dort hinstellen? Sicher. Ich stelle es auf den Tisch. Danke. Gnädige Frau, ja? Der Lautsprecher funktioniert jetzt wieder. Wie viel macht das? 50 Yuan. 50 Yuan? Ja. Oh. Hier sind 100 Yuan. Das stimmt so. Das ist viel zu viel. Hier, 100 Yuan sind wirklich zu viel. Na schön, ich erzähl's Ihnen. Ja, also, vor 2 Tagen hatte ich jemand anderen gebeten, die Reparatur zu machen. Aha. Der Mann sagte mir, dass die Platine kaputt sei. Und dann verlangte er 400 Yuan dafür, um das Teil auszutauschen. Oh. Ich dachte darüber nach und entschied mich schließlich gegen einen Austausch. Und dann hat mich ein Freund an Sie verwiesen. Er sagte, dass Sie ein ehrliches Geschäft betreiben, sehr gewissenhaft sind und Sie nicht versuchen, Geld von Leuten zu ergaunern. Und heute habe ich gesehen, dass er nicht so viel versprochen hat. Und als ich Ihre Worte hörte, da dachte ich, es liegt nicht daran, dass ich ein guter Mensch bin. Es ist so, weil Gottes Worte mich verändert haben. Und es war sein Wort, das mich einem echten Menschen ähnlicher gemacht hat. Je mehr ich daran arbeitete, nach Gottes Wort ein ehrlicher Mensch zu sein, umso mehr veränderte sich meine Perspektive. Den Schmerz, den ich gespürt hatte, und meine Depression verschwanden allmählich. Und meine Laune wurde immer besser. Jetzt glaube ich schon seit 4 Jahren an den allmächtigen Gott und die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich habe so viele Dinge erlebt, die mir bewiesen haben, welchen Wert es hat, ein ehrlicher Mensch zu sein. Als ich anfangs gläubig wurde, da dachte ich, ein ehrlicher Mensch zu sein sei unvereinbar damit, gute Geschäfte zu machen. Ich befürchtete, dass ich so nicht nur kein Geld verdienen, sondern am Ende sogar welches verlieren würde. Aber als ich das Urteil und die Züchtigung des Wortes des allmächtigen Gottes erfahren hatte und nachdem ich Gottes Absicht verstanden hatte und ein ehrlicher Mensch geworden war, machte ich nicht nur keine Verluste in meinem Geschäft. Im Gegenteil, mein Geschäft begann allmählich zu wachsen. Einige Kunden kamen sogar von weit her, um meinen Laden zu besuchen. Sie erzählten, sie seien von Freunden oder Bekannten an mich verwiesen worden. Es lag nur daran, weil ich ein ehrlicher Mensch war, der versuchte, Gottes Anforderungen zu erfüllen. Und ich versuchte, vertrauenswürdig und gewissenhaft zu sein.
Ich betrug keine Kunden mehr, nahm nicht entgegen meines Gewissens mehr Geld von ihnen und konnte so schließlich ihr Vertrauen gewinnen. Dies waren die Segnungen, die Gott mir zuteil werden ließ. Ich sah dies in Gottes Wort. Wenn wir in dieser Welt leben, unter dem Einfluss von Satans Verderbnis leben, ist es für die Menschen unmöglich, ehrlich zu sein. Können wir aber, nachdem wir ehrlich geworden sind, in dieser Gesellschaft und dieser Welt leben? Können wir von ihnen abgegrenzt sein? Nein. Wir werden genauso leben wie vorher, weil wir uns nicht auf den Verrat verlassen, um zu essen oder zu atmen. Stattdessen verlassen wir uns zum Leben auf den Atem und das Leben, die uns von Gott gegeben werden. Es ist nur so, dass sich die Grundsätze unserer Existenz heute, die Richtung und das Ziel unserer Existenz und die Basis unseres Lebens alle ändern müssen. Es ist nur so, dass wir unsere Methode und die Art und Weise, wie wir leben, verändern, um Gott zufriedenzustellen und die Rettung zu suchen. Und das steht absolut in keiner Beziehung zu Nahrung, Kleidung und der Wohnung des Fleisches. Das ist unser spirituelles Bedürfnis. Stimmt das nicht? Die zukünftige Richtung wird folgendermaßen sein. Diejenigen, die die Kundgebungen aus Gottes Mund erlangen, werden über einen Pfad verfügen, um auf Erden zu wandeln. Seien es Geschäftsleute oder Wissenschaftler oder Lehrer oder Industrielle. Diejenigen, die ohne Gottes Wort sind, werden es schwer haben, auch nur einen einzigen Schritt zu tun und werden gezwungen sein, nach dem wahren Weg zu suchen. Das ist mit der Wahrheit wirst du die ganze Welt beschreiten. Ohne die Wahrheit wirst du nicht vorankommen, gemeint. Jetzt sehe ich deutlich, dass es Gottes Anforderung an uns ist, dass wir ehrliche Menschen sind und nach Gottes Worten leben. Denn das ist die einzige Möglichkeit für uns, echte Menschen zu sein. Nur indem wir gemäß Gottes Worten und Wahrheiten leben, zu allen Zeiten und an allen Orten, werden wir uns mit Ehre und Großmut verhalten. Früher habe ich nach Satans Regeln gelebt. Ich habe Leute ausgetrickst und um Geld betrogen. Diese Art von Leben ist so erniedrigend und hat überhaupt nichts damit zu tun, wie ein Mensch in Wirklichkeit sein sollte. Ich hatte mein Leben ohne Wahrheit gelebt und es bot nur Leiden. Menschen ohne Wahrheit sind in der Tat bedauernswert. Ich habe nun Gottes Werk erfahren und kenne einige Wahrheiten. Ich habe eine neue Art zu leben und sie gründet darauf, ein ehrlicher Mensch zu sein, wie Gott es fordert, und danach zu streben, Gottes Wort in die Tat umzusetzen. Das erlaubt mir, Satans Logik allmählich zu verlassen und mich endlich von den Fesseln durch Satans Regeln zu befreien. Ich lebe nicht mehr für Geld oder für das Fleisch. Stattdessen verfolge ich die Wahrheit, um Gott zufriedenzustellen. In der Kirche tue ich meine Pflicht als ein Wesen der Schöpfung. Mein Geist ist glücklich, entspannt und ich bin frei. Ich gehe den richtigen Lebensweg. Danke, sei dem allmächtigen Gott. Ehre sei ihm. God are truly blessed. They honor God as great and bow to Him in worship. The bonds of the world are cast aside. Their minds are set free. In pain and hardship, God's word is their guide. Their hearts are at peace and can't fall back on it. By understanding God's intent and fulfilling their duty, their souls enjoy peace. Those who love God are truly blessed. They enjoy God's word and are face to face with Him. Love God are truly blessed.
He watches over.